Tausende sind auf dieser Straße täglich unterwegs. Der Leiter des Kulturhistorischen Museums in Rostock, Dr. Steffen Stuth, nennt sie die gute Stube von Rostock zwischen Kröpeliner Tor und Neuem Markt. Am 28. Oktober wurde die Ausstellung über die bekannte Einkaufsstraße, die Kröpeliner Straße, eröffnet. Sie trägt seit 1961 diesen Namen. Die Ausstellungseröffnung, ein leuchtender Abend im Museum mit Führungen, Licht, Musik und Lasershow. Genauer betrachtet besteht die Kröpeliner Straße aus drei Straßen. Die Kröpeliner Straße ist Rostock. Das ist, glaube ich, die Straße, die alle, die Rostock kennen oder nicht kennen, mit der Stadt verbinden. Das ist die Fassade, das ist die Hauptachse der Stadt. Aber wenn man so ein bisschen tiefer taucht in die Geschichte der Kröpeliner Straße und ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann sieht man, dass das eigentlich bis heute drei Straßen sind. Drei Straßen, die Blutstraße, der Hopfenmarkt und die Kröpeliner Straße, die heute seit 1961 erst Kröpeliner Straße heißt. Und das macht die Straße so besonders, weil sie immer noch sehr vielfältig ist. Diese Vielfalt, dieser Wandel, diese Geschichte der letzten 150 Jahre, alles wird hier im Kulturhistorischen Museum erzählt. Dem Besucher werden viele Details geboten, so erfährt er, wer wo wann welches Geschäft betrieben hat. Er lernt den Unterschied kennen zwischen den kleinen Läden in der Blutstraße und auf der anderen Seite der Kröpeliner Straße die beginnende Kaufhauskultur. Gleich zu Beginn der Ausstellung ist ein Plan von Rostock von 1911 aus dem Kataster Vermessungs- und Liegenschaftsamt zu sehen. Naja, man muss erst mal erklären, wo ist diese Straße und wie gliedert die sich. Und wir zeigen Großfotos, großgezogene Fotos. Man kann also durch die Straße promenieren vom Neuen Markt bis zum Kröpeliner Tor. Das sind Fotos, die entstanden sind zwischen 1861 und 1986. Wir zeigen den Wandel am Detail auf den Fotos und man kann in diese großen Fotos reingezogen werden. Man kann sich im Detail in den Geschichten verlieren und das wollen wir hier auch machen. Wir wollen die Geschichten aus Rostock erzählen, denn die Kröpeliner Straße, das ist auch Rostocker Geschichte. Dabei fällt ein Bild ganz besonders auf, das älteste Foto in der Ausstellung, 1861 aufgenommen. Da sieht die Straße bei einem Pferdemarkt genauso voll aus wie heute. Die Bebauung ist aber noch eine ganz andere, mit gotischen Giebelhäusern. Das Universitätsgebäude existiert noch gar nicht. Außerdem hatte das Kulturhistorische Museum im Vorfeld einen Aufruf gestartet. Na, wir haben nach Dingen aus der Kröpeliner Straße gesucht und insbesondere nach einem Erinnerungsort. Das ist das Café am Barocksaal, hier neben dem Rostocker Hof im Zentrum der Straße. Und da haben wir aufgerufen und dann haben uns die Leute Dinge aus dem Café am Barocksaal genauso wie zu anderen Dingen aus der Kröpeliner Straße vorbeigebracht. Viele dreidimensionale Dinge konnten wir so einbeziehen, aber wir sind auch an tolle Fotos gekommen. Zum Beispiel lässt ein Gedeck von 1976 aus dem Café am Barocksaal die Besucher die Zeit zurückdrehen. Es handelt sich hier um feines Goldrandgeschirr. Das brachte zwar besonderes Flair, aber auch wesentlich mehr Arbeit für das Personal bei Transport und Abwasch. Ein Hingucker sind auch die Petticoat-Kleider aus dem Kaufhaus Format von 1956. Und hier ein Vergleich beim Blick auf das Kröpeliner Tor. Auf der linken Seite von 1924, auf der rechten Seite von 1969. Auf der rechten Seite sind die Lücken, die der Zweite Weltkrieg gerissen hat, deutlich zu erkennen. Großformatige Panoramen in der Ausstellung Die Kröpeliner, drei Straßen in einer, laden noch bis zum 25. Februar 2024 ins Kulturhistorische Museum in Rostock zu einem Bummel durch eine geschichtsträchtige und vielfältige Straße ein.